Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin unterwegs auf Reportereinsatz zu einem Gewässerschadeneinsatz. Und zwar bereits am gestrigen Freitag, der 30. April 2021, hat das Ganze angefangen. Laut Polizei wurde um 19 Uhr denen mitgeteilt, dass sich ein Ölfilm auf der Ibacher Kluse befindet. Ibacher Kluse, das ist ein kleines Gewässer an der Urberger Säge. Die liegt an der Landesstraße Richtung St. Blasien. Ja, gegen 19.30 Uhr bereits hat eine Zuschauerin mir mitgeteilt, dass sich die Feuerwehr dort befindet und ein Boot gerade auspackt. Ja, zu der Zeit wusste ich erst nur Feuerwehr, Boot. Die Zuschauerin, die übrigens mit mir auch schon unterwegs war, auf Suchaktion von der vermissten Scarlett S., über die ich schon mehr als 30 Berichte veröffentlicht habe. Der ging als erstes durch den Kopf, Boot in einem Gewässer, da hinten, Nähe Dachsberg, suchen die nach Scarlett. Ja, das Ganze ging mir dann auch durch den Kopf. Und daraufhin machte ich mich dann eben auf den Weg. Ja, als ich dann vor Ort war, sah ich die Feuerwehr. Ja, sie haben gerade begonnen, ihre Einsatzmaterialien auszuladen. Ein Feuerwehrboot war auch schon bereits auf dem Gewässer. Und ich habe dann erstmal die Polizei angefragt, was denn da los ist. Und da hieß es eben Ölunfall. Habe ich ja dann auch gesehen, als ich dann angekommen bin und die Schilder da gesehen habe. Ja, und das Ganze, seine Geringfügigkeit, deshalb sei es kein Filmwert, hat man mir gesagt. Daraufhin habe ich ein paar Bilder gemacht gehabt und bin dann wieder abgerückt. Aber anscheinend ist es doch etwas Größeres. Denn, ja, also um 21 Uhr, da kam dann noch die Polizei dazu. Da bin ich dann wieder Rettung gefahren, da war es schon dunkel. Und gegen später hat mir ein Lesereporter, der in der Nähe dort auch ansässig ist, mitgeteilt, dass auch das Wasserwirtschaftsamt auch vor Ort war und der Kreisbrandmeister. Heute dann, am Samstag, der 1. Mai, Feiertag, immer noch Regenwetter. Ich meine, die Natur, die braucht ja diesen Regen. Ist dann die Feuerwehr immer noch da gewesen, hat er mir gesagt, am Vormittag. Und es kam dann Bagger und LKW hinzu. Sie haben dann mit dem Bagger Erdreich ausgehoben, welches verunreinigt wurde durch das ausgelaufene Öl. Was die Polizei mir nicht bestätigen konnte bis heute Abend, da weiß ich offenbar durch meinen Informanten ein bisschen mehr, dass ein umgelegener Heizöltank, dass da Heizöl ausgelaufen sein soll. Wie gesagt, das ist aktuell polizeilich noch nicht bestätigt. Auf jeden Fall ist Öl in diese Ibacher Kluse gelaufen. Und jetzt wurde heute, ich habe dann nochmal nachgefragt bei der Polizei, Uranin ab
absichtlich eingeleitet, also bewusst. Und zwar ist das ein Farbstoff, der dementsprechend das Wasser in so ein, dem Wasser so eine neonfarbene Farbe gibt. Und damit will man herausfinden, wohin dieses Wasser hinläuft, damit man weiß, wohin dieses Öl hingelangen kann. Ja, und so sieht's aus, wenn das Uranin in Wasser gegeben und vom UV-Licht angestrahlt wird. Das Wasser der Ibacher Gluse fließt übrigens in den Steinenbach. Das Steinenbächle, das verläuft Richtung St. Blasien. Da gehen wir jetzt auch gerade mal hin und schauen auch, ob da irgendwie das Wasser sich verfärbt hat, ob man da was sehen kann. Und beim Albstausee, da wurden anscheinend Verfärbungen gemeldet. Dieses Uranin, das ist so extrem, da reicht eigentlich nur ein einzig kleiner Tropfen, dass man da einen riesigen See verfärben kann. Es gibt auf YouTube, gibt es da genügend Videos. In der Videobeschreibung verlinke ich gerade mal ein Video, wo das ein bisschen erklärt wird, so ein Versuch. Und ja, jetzt sind wir schon gleich dort. Und ich bin gespannt, inwieweit man da jetzt noch was sehen kann am Wasser. Verfärbungen. Ob man sehen kann, inwieweit Erdreich abgetragen wurde. Und in dem Fall einfach dranbleiben. Facebook und Instagram, der hat natürlich einen Teil von der Geschichte schon vorab lesen können, weil er ist seit gestern bereits schon eine kleine Info online. So, und jetzt sind wir schon hier. Und hier vor uns ist die Ölsperre. Also der Bagger, der ist natürlich auch noch da. Kleine Ursache, große Wirkung. Ja, denn der Bagger und auch die Feuerwehr kamen auch am Sonntag, den 2. Mai, zum Einsatz. Da hinten ist noch der LKW, so wie es aussieht, mit der verunreinigten Erde. Und na, hier ist das Wasser eigentlich nicht mehr verfärbt. Ja, also jetzt kam gerade ein Anwohner hier und der zeigt mir jetzt, wo das Steinebächle ist. Nach wenigen Kilometern Autofahrt kamen wir zum Ortseingang St. Blasien. Dort hat es einen Parkplatz und wir machten uns auf den Weg zum Steinenbach. Also man sieht es mit bloßem Auge, dass das Wasser so eine neongelbe Verfärbung hat. Vor allem hier, wo es so aufschäumt, wo es strudelt, da erkennt man es eigentlich ganz gut. Ja, hier vorne hat es auch nochmal so einen Strudel. Da hat das Wasser auch so einen Gelbschimmer. Aber wie gesagt, dieser Farbstoff ist nicht schädlich, der ist nicht umweltschädlich.
der ist lediglich dazu da, damit man feststellen kann, inwieweit, wohin das Wasser fließt, ja, wenn da Öl drauf ist. Also das Öl ist dann zwangsläufig natürlich auch hier runtergelaufen, bis zum Alpsee. Und wir gehen jetzt ein Stück weiter hoch und dann nachher geht es weiter zum Alpsee, zum Stausee. Also hier kann man es auch noch mal sehr gut erkennen, diese neongelbe Färbung vom Wasser. So, hier im Vergleich naturreines Wasser. Fließt hier in einem Seitenbächle nach unten in Steinebächle. Und hier drüben sind wieder diese gelblich fluoreszierenden Strudel. So, und jetzt gehen wir in die Richtung hier. Auf zum Alpstausee. Ich war ja vor kurzem schon mal dort. Da war der noch so halber zugefroren. Genau, der war halber zugefroren. Ente haben rumgespielt. Und bin mal gespannt, wie es jetzt dort ausschaut. Bis gleich. Und damit alle Unklarheiten beseitigt sind, dass man wissen, wie es geschrieben wird, Steinenbach. Steinenbach, genau. Ja, jetzt wird es schon langsam dunkel hier. Müssen wir gucken, dass wir noch was sehen. Und übrigens, der Alpstausee, beziehungsweise man kann auch sagen, das Alpbecken, das ist ein Speicherstausee im Tal von der Alp bei St. Blasien. St. Blasien hat übrigens den drittgrößten Kuppeldom Europas. Und wir sind natürlich hier im Südschwarzwald. Das wissen ja viele, aber ich sag's ja, weil heute habe ich sogar mitbekommen, dass in Italien der Kanal geschaut wird. Also nicht nur im Schwarzwald, sondern über die Grenzen hinweg. Wo kommt ihr alle her? Schreibt es mir in die Kommentare. Und eben dieser Stausee, er ist ein Teil des Pumpspeichernetzwerks der Schluchseewerk AG Laufenburg und liegt zwischen dem Schluchsee und dem Rhein bei Waldshut. Das Absperrbauwerk ist eine 28 Meter hohe Gewichtsstaumauer. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier noch sehen. Und am Schluss von dem Beitrag gibt es dann noch die Bilder von damals, als ich da, man kann sagen, bei der Eisschmelze hier gewesen bin. Da vorne müsste dann gleich so ein Parkplatz sein, wo übrigens auch öfters mal Leute anhalten, um ihren Abfall fallen zu lassen. Was ja eigentlich nicht so die feine englische Art ist. Also bitte nehmt euren Müll dann wieder mit, wenn ihr eure Sonntagsausflüge macht. Da lagert auch Flasche und alles Mögliche schon rum. Vor allem diese Masken, die zurzeit ja Pflicht sind. Teilweise ja gar in der frischen Luft. So,
jetzt bin ich hier, jetzt gehen wir raus. Ja, da wollen wir ja auch nicht drüber gehen. Wir sind jetzt hier direkt am Albstausee. Die Nebelschwaden hängen über den Bäumen. Und ja, großartig, eine Verfärbung erkennen wir jetzt bei der Helligkeit nicht, aber mein Informant, der war vorhin schon da, hat mir auch vorhin ein paar Bilder gezeigt. Hier ist keine großartige Verfärbung zu erkennen. Und durch den Regen dürfte das eigentlich sich alles schon verzogen haben. Da unten liegt allerdings sonstiger Dreck überall. Ja, das ist... Ja, da liegt da wieder die Flasche. Oder immer noch da unten. Bierflasche. Und viel von den... Ja, von den Masken. Von der medizinischen Maske. Da hier natürlich das Betreten verboten ist, muss das halt dementsprechend derjenige machen, der hier zuständig ist dafür. Ah, das ist ja Wahnsinn, was hier der Abfall rumliegt. Was ist denn da alles drin? Tetrapacks, Plastikeimer. Styroporverpackungen hier. Ich glaube kaum ein Regenauffangbecken. Hier haben wir Tetrapacks. Könnte sein von der Milch. Da unten ist ein Eimer. Und viel mehr, was hier nicht reingehört. Hier ist die Staumauer. Privatweg, kein Wanderweg. Betreten der Sperre auf eigene Gefahr, kein Winterdienst. Das Reiten auf der Sperre ist verboten. Baden und Lagern im gesamten Staubecken verboten. Ja, hier würde ich auch nicht drin baden wollen. Baden und Wassersport verboten. Lebensgefahr. Landratsamt Waldshut. Also drauf darf man, ist aber eigene Gefahr. Es ist jetzt nicht rutschig. Aber ich wollte euch das hier mal von der Sicht aus zeigen. Und hier geht es ja richtig, richtig hinab. So. Ja, wenn euch dieser Ausflug, der Einsatz gefallen hat, ich freue mich natürlich auf ein Däumchen. Und Daumen nach oben ist immer. Danke fürs Video, danke für die Berichterstattung. Abonniert auch meinen zweiten Kanal, Schwarzwald TV Breaking News, Hashtag Shorts. Den Link dazu in der Videobeschreibung. Hier gibt es dann noch schnellere Nachrichten. Nicht über alle Einsätze, aber über viele. Wenn ich nicht live gehen kann oder als Update dann nach dem Live vor Ort. Und ich habe dann noch einen dritten Kanal, den UMI 1976, der ist auch unter den... Mich gibt es nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Instagram, Facebook, Twitter. Folgt mir auch da, denn dort, eben wie gesagt, sind schon die ersten Texte drin. Gibt es auch andere Nachrichten, wo es nicht nur auf YouTube gibt oder nicht alles gibt es auf YouTube, sondern auch viel zum Lesen.
In diesem Sinn, vielen Dank fürs Zuschauen und ich schenke euch jetzt noch hier schöne Aufnahme von vor ein paar Wochen aufgenommen, wie der Alpsee noch zugefroren war, die Ente gespielt habe, ein bisschen mit Musik hinterlegt und ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut und empfehlt mich weiter und tschüss.